Hallo meine liebe Waage und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Für die, die mich noch nicht kennen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Karten an für Dezember, liebe Waage. Aber dieses Mal schauen wir nur deinen Schatten an. Das heißt, was liegt im Verborgenen? Was ist dir nicht bewusst und solltest du vielleicht mehr Beachtung schenken? Liebe Waage, das ist auch eine allgemeine Legung, das heißt, das kann nicht für alle passen und das ist auch völlig in Ordnung. Biege nichts zurecht, also hör auf deine innere Stimme, du wirst spüren, welche Botschaften für dich sind und welche nicht. Falls du einmal das Gefühl hast, du brauchst ein persönliches Reading, biete ich das auf meinem Etsy-Shop an. Link ist weiter unten. Ja, liebe Waage, und auch das Jahr 2023 habe ich alle Videos schon hochgeladen. Ich werde dein Video auch noch verlinken, falls du es dir auch noch ansehen möchtest. So, liebe Waage, bist du bereit? Dein blinder Fleck, dein Schatten im Dezember. Was musst du wissen? Oh, der Sprung ins Ungewisse. Du musst etwas wagen. Spring über deinen Schatten. Das ist jetzt wichtiger, als du denkst. Entscheidender, als du denkst. Verlasse den gewohnten Pfad und geh den neuen. Ganz wichtig. Vielleicht ist dir das nicht so bewusst, dass du eben in das Ungewisse reinspringen sollst und dass du auch mutig vorangehen sollst. Ich finde diese Karte so süß, die balanciert so auf einem Spinnennetz. Und genau das solltest du auch tun, weil du hast die Eleganz und auch das Feingefühl dafür, diesen Weg eben zu gehen. Schauen wir mal mit dem Tarot, liebe Waage. Dein blinder Fleck, dein Schatten im Dezember. Ritter der Schwerter. Könnte jemand auf dich zukommen, ein Luftzeichen oder vielleicht bist du es selber? Mit einer Botschaft, mit einer Nachricht, die dich vielleicht im ersten Moment etwas nach Luft schnappen wird. Weil Ritter Schwerter ist eine sehr schnelle Energie, plötzliche Energie, was man so nicht erwartet, oft auch ein Vorbote für Veränderungen, Kommunikation. Könnte etwas kommen? Jemand? Oder einfach generell eine Botschaft oder eine Situation, die plötzlich reinkommt, aus dem Nichts. Und in diesem Moment musst du dich auch getrauen zu handeln, das ist dir vielleicht nicht bewusst. Du darfst nicht stehen bleiben und einfach in der Schockstarre sein. Es muss überhaupt nichts Schlimmes sein, also es kommt einfach plötzlich, sondern handle aus dem Herzen heraus, aus deinem Vertrauen hinaus. Schauen wir mal mit dem Kleinen, warum Ritter der Schwerter, Waage, warum, bisschen viel, warum, oh, der Tod und der Magier. Könnte jemand sein, wo du vielleicht seit längerem keinen Kontakt hattest, muss aber nicht, wo etwas beendet wurde. Muss aber wirklich nicht. Nicht für jeden wird diese Botschaft sein. Was ich aber auch wahrnehme, ist eher, dass das hier zu Transformation führt. Türen werden sich öffnen. Ganz große Türen. Aber ob du hindurch gehst, ist deine Entscheidung, weil das liegt im Schatten. Vielleicht wird es dir auch gar nicht bewusst, dass das Möglichkeiten mit sich bringt, Transformation mit sich bringt. Was musst du sonst noch wissen? Oh, das Schicksalsrad und die Welt. Ja, etwas Schicksalshaftes kommt auf dich zu, was für dich bestimmt ist. Könnte deine Bestimmung sein, dein Seelenplan oder Weg, Schicksalsweg, der sich hier öffnet, kann auch eine schicksalshafte Begegnung sein, die irgendetwas in Gang setzt. Oder ein Zeichen, eine Botschaft, nehme ich auch stark wahr. Irgendetwas kommt in Gang. Vielleicht wird dir eben plötzlich bewusst,
dass du vielleicht eine größere Reise tun solltest oder dass dies, was du eine Reise geplant hast, eine größere oder eine Reise, die für dich speziell anfühlt, muss sich einfach speziell anfühlen, kann auch, muss nicht eine große Reise sein, dann hat die eine wichtigere Bedeutung, als du denkst. Einfach auf der energetischen Seite her, nehme ich ganz stark wahr. Irgendetwas schließt sich, ein Kreis schließt sich, ein neuer beginnt. Das ist dir nicht klar. Ich frage mich, warum dir das nicht klar ist. Schau genau hin, hier kommt etwas ganz, ganz Wichtiges auf dich zu. Das Schicksalsrad, warum? Jungfrau-Energie. Der Eremit, 5. Schwerter und 9. Schwerter. Hier sind noch Ängste und der Neider da. Die blocken vielleicht etwas deine Sicht. Also lass dich nicht beirren. Behalte deine Energie bei dir, sage ich immer. Behalte das wirklich bei dir und fühle in dich hinein. Weil hier kommt etwas Wichtiges auf dich zu. Etwas Neues. Königin der Stäbe. Etwas, was für dich ist, habe ich das Gefühl, was sich wie ein Abenteuer anfühlt. Interessant. Aber du darfst die nicht wegnehmen lassen, weil hier sind Menschen, die sind vielleicht neidisch oder wollen dir das ausreden, was auch immer das ist. Bleib dir selber treu. Also lass dich ja nicht manipulieren oder etwas einreden, sondern behalte das vor Augen, falls du das wirklich dann erkennst. Schauen wir mal die Welt. Ja. 7. Münzen und 6. Stäbe. Etwas kommt in Gang. Etwas fügt sich. Wenn du an etwas gearbeitet hast, könnte es sein, dass du jetzt belohnt wirst. Oder du siehst, an was du arbeiten musst. Wo die Früchte sind, blöd gesagt. Also achte dich wirklich darauf. Hier kommt etwas, was für dich bestimmt ist. Aber hier ist auch eben eine Energie, die dir das ausreden will, nämlich stark wahr bei vielen. Und lass dir nichts einreden, also bezüglich, du darfst dir keinen Zweifel einreden. Schauen wir mal, nehmen wir noch eine, musst du wissen. Ja, die Herrscherin. Die Fruchtbarkeitskarte, dass etwas Neues entstehen kann. Aber es braucht Geduld. Aber es fühlt sich gut an, diese Geduld. Das ist nicht so wartezimmermäßig. Du weißt, wie ich meine, sondern es fühlt sich trotzdem fließend an. Aber du darfst dir nichts einreden, nichts Falsches einreden lassen. Ganz wichtig. Die Herrscherin, bitte. Ja, die Liebenden, vielleicht Schwangerschaft sehe ich auch für einige. Oder Möglichkeit für Schwangerschaft. Hier könnte große Liebe entstehen zu etwas oder zu jemandem, wenn man sich dem hingibt und die Zeichen auch richtig versteht. Was ist denn der Rat der Karten? Was solltest du tun, liebe Waage? Was solltest du tun? Ich glaube, der Rat... 10. Kelche, wow. Und 6. Münzen. Balance halten zwischen Geben und Nehmen. Die Energie muss in Balance bleiben. Ganz, ganz wichtiges Thema. Auch wenn du jemanden kennenlernst oder generell über das ganze Leben hinaus, muss einfach von der energetischen Seite auch die männliche und weibliche Energie in Balance sein. Auch die in dir. Balance, großes Thema, musst du aufrechterhalten. Und 10.
Kelche. Ist auch eine typische Familienkarte. Oder die Erfüllung, das Glück. Schön. Also verfolge die 10er Kelche, diese Energie. Behalte deine innere Balance und verfolge das, was dich erfüllt. Wie sieht dein perfektes Leben aus? Auch wenn du jetzt denkst, ein perfektes Leben gibt es nicht. Ja, aber wie würde es aussehen, wenn es das geben würde? Sagen wir es so. Wie sieht dein perfektes Leben aus? Oder was für dich perfekt ist? Oder perfekt ist immer so eine Definitionssache. Wie sieht das aus? Und dann verfolge das. Weil von der Energie her hast du die Chance, das zu bekommen. Vielleicht nicht unbedingt gleich Dezember selber, aber auf 2023 sicher. Aber irgendwann muss das ja anfangen, diese Energie. Und die kommt im Dezember. Du musst sie einfach sehen. Du darfst dich nicht verunsichern lassen. 10er Kelche. Oh ja, Justice. Vielleicht Heirat, Verlobung. Bei einigen sogar Trennung, Scheidung sehe ich. Nicht für alle natürlich. Ja, Heirat. Mhm. Viele werden sich wirklich von etwas trennen oder etwas eingehen, also eine Beziehung. Einfach den nächsten Schritt wagen. Oder eben bei anderen wird die Befreiung eine Trennung sein. Ja, meine liebe Waage, das war jetzt ein bisschen ein Kurzreading. Das offizielle, die offizielle Dezemberlegung werde ich noch diese Woche oder nächste Woche hochladen. Danke dir fürs Zuschauen, Zuhören. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.